Ja, hallo Manfred, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unseres Transgourmet Lab Digitalmagazins. Also ich freue mich ganz besonders, dass wir zwei heute gemeinsam den Start machen, weil du ja neben vielen, vielen anderen Themen als Geschäftsführer bei uns auch für das Thema Digitalisierung zuständig bist. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir zwei starten können. Ja, hallo Kai, auch von meiner Seite herzlich willkommen und hallo. Finde ich auch sehr spannend, dass wir uns in so ein neues Thema indiziert durch Corona, unser Thema auch heute, uns daran wagen und bin gespannt auch. Du, sag mal, wo warst du eigentlich, als das mit Corona so richtig in Deutschland losging? Ja, das war tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Ich war sozusagen auf dem Weg nach Südafrika und dann, als es dann auch in Deutschland so richtig losging, war ich noch vor Ort in Südafrika. Habe das da aus der Ferne erst beobachtet. Je intensiver das dann wurde, umso intensiver auch beobachtet. Irgendwie hing ich ständig an E-Mails und an Nachrichten aus Deutschland und habe mir da angehört, was da so kommt. Ja, ist natürlich auch ein Start in den Urlaub. Aber wenn man da ist, denkt man ja auch schon direkt, wie komme ich so zurück? Und man hat ja im Nachgang tatsächlich gesehen, dass der ein oder andere in Wirklichkeit Schwierigkeiten hatte, wieder in Deutschland zu landen, ne? Ja, das war echt unglaublich, auch die Geschwindigkeit, die man beobachten konnte, wie das so ging. Eben am Anfang war das so eine allgemeine Nachricht und dann ging das wirklich jeden Tag, kam dann eine neue Dynamisierung dazu und es war wirklich am Ende so, dass wir eigentlich gerade noch problemlos nach Hause gekommen sind und schon 2, 3 Tage später war die Flugverbindungen beendet, eingestellt und danach war es ja nur noch sehr, sehr schwierig, nach Hause zu kommen, beziehungsweise zurückzukommen nach Deutschland. Und dann warst du zu Hause, es ging los, der Arbeitsalltag musste beginnen. Hat sich bei dir zwischenzeitlich zu der Zeit davor was in deinem Arbeitsalltag geändert, auch in deinen Gewohnheiten? Da hat sich einiges geändert. Also das Erste, was ich natürlich persönlich gleich gespürt habe, dass also die ganzen physischen Meetings, und die waren auch viele mit Dienstreisen verbunden, vorbei waren. Also man hat sich organisiert irgendwie, so wie wir jetzt irgendwie über Videoverbindungen, Videokonferenzen, die wir auch schon vorher zwar genutzt haben, aber jetzt im Prinzip ausschließlich. Dass auch Mitarbeiter, die vorher immer im Büro waren, auf einmal nicht mehr da waren, wir die gebeten haben, von zu Hause zu arbeiten, um getrennte Teams zu haben für den Worst Case, wenn wir selbst im Unternehmen von Corona getroffen werden, auch immer noch ein arbeitsfähiges Team haben. Das hat sich stellt sich heute schon irgendwie ganz anders dar, aber auch das funktioniert. Ja, man merkt dann schon, finde ich, in einer gewissen Form, wie schnell man sich doch an Dinge gewöhnt und wie es Teil des Alltags wird. Und bei aller Betrachtung dieser schwierigen und sehr einschränkenden Situation sind wir auch hier alle so ein bisschen gefordert, nicht nur in dem Negativen zu denken, sondern gerade ja auch aus Sicht des Unternehmens die Chancen zu betrachten. Wo siehst du für dich in deinem Wirkungskreis so die Chancen dieser Krise? Ja, das Spannende ist, dass ich davon erstmal überzeugt bin, dass ein Mensch ein sehr veränderungsfähiges Wesen ist. Nicht unbedingt, weil er es will, sondern aber er kann es. Und so eine Krise einfach viele Dinge in Bewegung bringt, die man irgendwie immer schon so ein bisschen hinterfragt hat, die man kritisch gesehen hat, die nicht ganz ausgereift waren und die dann auf einmal jetzt in Bewegung kommen und die man jetzt hinterfragen kann und neu organisieren kann und Dinge gewagt werden, die man vorher nicht gewagt hat, weil es gab ja irgendwie einen Prozess und da gibt es schon viele Dinge in der eigenen Arbeitsweise, aber auch in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, wo man Dinge, die sie jetzt irgendwie bewiesen haben, einfach auch dann fortsetzen kann. Jetzt sehen wir ja aktuell in den letzten Wochen, also der oder einer der großen Gewinner der Krise ist Amazon. Und
Das hat ja viel damit zu tun, dass Menschen jetzt nicht mehr einkaufen gehen können und versuchen, ihren Einkauf ins Web zu verlagern. Stellst du bei Transgourmet fest, dass sich da auch etwas getan hat hinsichtlich unserer Kunden, was das Bestellverhalten betrifft? Also das, was wir sehen, also wir hatten vorher schon sehr viele Kunden, die bei uns über Webbestellungen ausgelöst, die bei uns über Webbestellmöglichkeiten eingekauft haben. Und was wir sehen, ist natürlich da, wo diese Lösungen da waren, wo sie genutzt werden, wo die Kunden sich damit schon im Vorfeld auseinandergesetzt haben, da funktioniert das natürlich sehr gut. Also die werden dann auch intensiver genutzt, weil eben physische Kontakte, zum Beispiel über Außendienst, aber auch teilweise eben über Telefonverkauf reduziert sind, ersetzen diese Möglichkeiten natürlich den physischen Kontakt. Wir sehen natürlich leider auch da, wo wir keine so guten Lösungen bis heute haben, wie zum Beispiel im Cash and Carry Boons, die halt dann wirklich fehlen. Und das sind auch für uns große Learnings, wo wir sagen, da müssen wir jetzt mehr Gas geben, damit wir für die Zukunft diese Lösungen dann auch haben. Also da holen uns halt ein bisschen die Versäumnisse ein, die wir in der Vergangenheit hatten. Aber auch da, wo wir gute Lösungen haben, helfen uns die entsprechend. Ja, ich glaube tatsächlich, es ist ein Stück weit auch eine Beschleunigung eines Themas, was in der Vergangenheit schon wichtig war, jetzt von hinten uns aber ein Stück weit anschubst, ein Stück weit schneller zu werden. Ne? Und das ist ja auch eine Chance. Ja, ja, also das sehe ich in ganz vielen Themen eigentlich, dass also viele Themen, die vorher schon irgendwo da waren, einfach beschleunigt werden, neu gedacht werden, ich sag mal auch Denkverbote aufgelöst werden. Neben dem ganzen Thema Digitalisierung, das ist ja nur ein kleinerer Part dessen, wofür du bei der Transgourmet stehst, haben wir ja den Riesenbereich der Beschaffung und auch unserer Produktionen. Auch da hat es ja eine Menge getan. Wie hat sich so die Zusammenarbeit mit Lieferanten verändert? Hat sich was Besonderes ergeben in unseren Produktionsbetrieben, also bei Seafood, in den Fleischmanufakturen? Wie schaut das so aus? Ja, vielleicht mal vorweg, die gute Erkenntnis war und die gute Nachricht war, dass eigentlich die ganze Beschaffung auch in der Krise gut funktioniert hat. Also wir haben jetzt keine wesentlichen Ausfälle gehabt, keine Unterbrechung von Warenströmen. Das hat gut funktioniert. Auch was die Zusammenarbeit mit den Lieferanten angeht, ist, glaube ich, insgesamt so diese Stimmung, wir sitzen alle in einem Boot. Ja? Alle rücken zusammen und alle versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden, wie wir durch die Krise kommen, aber vor allen Dingen auch, wie wir nach der Krise wieder stabile Versorgung hinkriegen, wie wir gute Lösungen für die Kunden hinbekommen. Das, glaube ich, ist wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, wenn man jetzt die letzten Wochen anschaut. Was unsere Produktionsbetriebe angeht, auch dort haben wir natürlich große Einbrüche gehabt. Klar, wenn unsere Kunden kein Geschäft mehr haben, haben wir auch keins mehr. Dort, wo wir aber noch gefordert waren, dort konnten wir auch noch eine gute Leistung abliefern. Wir haben dort auch keine Versorgungsprobleme gehabt, zum einen. Zum anderen haben wir auch das Thema Hygiene dort relativ gut im Griff, weil Hygiene ja immer schon per System quasi in diesen Produktionsbetrieben ein fester Bestandteil ist. Das heißt, es gibt dort Weißbereiche. Dort kommt man nur rein, wenn man entsprechend legitimiert ist. Dort kommt man nur rein über Hygieneschleusen mit entsprechender Hygienekleidung. Insofern waren wir da in dem Aspekt, was Hygiene angeht, gut aufgestellt und haben auch tatsächlich gar keine Probleme mehr bekommen. In den Verwaltungsbereichen haben wir die Kontakte reduziert, also haben dann eben Leute, die jetzt nicht bei uns arbeiten, die uns nur irgendwie besuchen, aus welchen Gründen auch immer, gebeten, eben davon Abstand zu nehmen. Eine gravierende Auswirkung hatten wir im Bereich TG Seafood. Dort haben wir eine Seafood-Akademie, wo wir
mehrere tausende Besucher haben zu Schulungen im Jahr. Die haben wir geschlossen im März und haben jetzt auch erstmal für die nächsten Monate alle Veranstaltungen dort abgesagt. Wir haben ja bei unseren Lieferanten so eine kleine Gruppe regionale Erzeuger, die für uns Produkte herstellen für die Nachhaltigkeitsmarke Ursprung. Also wirklich eine Marke, wo wir von uns aus ganz sicher sagen können, wir kennen da jeden Einzelnen vor Ort von den Erzeugern. Wir haben diese Erzeuger auch unseren Kunden vorgestellt, die waren da vor Ort, die können sich Tag für Tag überprüfen, was da so passiert. Und in dem Kontext habe ich viel so drüber nachgedacht, dass mit dieser Krise so eine Rückbesinnung stattfinden könnte. Jedenfalls ist das ein Szenario auf mehr Regionalität. Wie ist denn so deine Einschätzung zu dem Thema? Also ich bin davon überzeugt, dass das Thema mindestens Bestand behält. Ich glaube sogar, dass es an Bedeutung gewinnt, weil was die Krise gezeigt hat, dass die Menschen sich mehr ins Bewusstsein gerückt ist auf die wirklich wesentlichen Dinge. Und da gehört Nahrung dazu. Das hat man ja gesehen, auch in den Wochen, als das Ganze beging mit den ganzen Hamsterkäufen und so weiter. Die Menschen war erstmal ganz wichtig, dass die Ernährung gesichert ist. In Deutschland kam dann auch noch Klopapier dazu, aber wesentlich war natürlich, dass man dort die Versorgung aufrechterhalten hat. Und uns wurde auch alle irgendwo bewusst, dass wir wahnsinnig abhängig sind in vielen Bereichen von internationalen Versorgungsketten. Also, und insofern glaube ich schon, dass dort diese Themen, was kommt woher, wie nachvollziehbar ist das Ganze, an Bedeutung gewinnen. Und das ist genau das Thema, was wir ja mit Ursprung besetzen. Im Moment ist es sicherlich schwierige Wochen auch für die ganzen Produzenten gewesen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da gemeinsam auch durch die Krise durchkommen und dass wir hinterher einfach da ein gutes Sortiment haben, mit dem wir diesen wahrscheinlich Bedürfnis nach Vertrauen und nach Herkunft bedienen können. Das Thema Vertrauen und Herkunft ist ja etwas, was ich auch sehr stark bei vielen mit in Verbindung bringen lässt, wenn wir über Bioprodukte nachdenken. Bio ist ja auch etwas, was mit Vertrauen zu tun hat. Und wir konnten ja über viele Medien lesen, die LZ hat darüber geschrieben, die Süddeutsche hat darüber geschrieben, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, also alle schreiben darüber, dass ein enormer Zuwachs zu verzeichnen war, selbst im Bio-Bereich, wo man ja ursprünglich, was Grundversorgung betrifft, gar nicht drüber nachgedacht hat. Jetzt haben wir unterschiedliche Formate, also wir haben die Zustellung, wir haben aber auch die Cash-and-Carry-Märkte, Selgros, Frische Paradies, aber auch Nigelmann. Wie hat sich das da bemerkbar gemacht? Gab es da Unterschiede? Also wir haben in der Vergangenheit ja nicht in dem Maße an dem ganzen Biotrend partizipiert, was natürlich daran liegt, dass wir die gewerblichen Kunden haben, also vor allen Dingen an der Gastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung. Und dort hat sich eben die Umsetzung von Bio in der Vergangenheit bis dato eigentlich schwierig immer gesetzt. Das liegt daran, dass man auf der einen Seite formale Restriktionen hat, von der Zertifizierung des Unternehmens über getrennte Warenströme, getrennte Lager und. Also sehr komplizierte Umsetzung für einen kleinen Gastronomiebetrieb, aber auch durchaus für einen größeren Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb hat. Und das Zweite ist, dass man gerade in der Sozialverpflegung, sprich in den Kantinen, in den Krankenhäusern, in der Schulverpflegung auch einen sehr engen Kostenrahmen hat. Und in diesem Kostenrahmen natürlich wertigere Produkte wie Bioprodukte dann meistens keinen Platz gefunden haben. Nach vorne gerichtet glaube ich, dass das Thema an Bedeutung gewinnt. Da gibt es also sehr konkrete Initiativen auch von der Politik, die ja auch inzwischen Zeit das wahrgenommen hat, dass wenn man dort auf solche Bioprodukte gehen möchte und die fordert, dann muss man auch nicht nur die Produkte fordern, sondern muss auch den Rahmen stecken, und zwar den finanziellen Rahmen, sprich die Budgets erhöhen.
Da sind wir dabei und haben da auch Projekte gemeinsam mit Kunden, gerade in Berlin zum Beispiel, dass man dort eben Bio-Sortimente entwickeln für die Profis, für die Gemeinschaftsverpflegung, für die Gastronomie. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da in den nächsten Monaten mit einem guten, attraktiven Angebot an Bioprodukten für den Bereich beginnen werden und den dann in den nächsten Jahren sicherlich auch ausbauen werden. Also sicher, ohne was zu verraten oder etwas verraten zu wollen, ist das bestimmt ein Thema in einer unserer nächsten Folgen, wo wir auf genau das näher eingehen werden. Wollen wir jetzt nicht tun, machen wir an anderer Stelle, um so die Spannung ein wenig aufrecht zu erhalten. Neben den Produkten, mit denen wir unsere Kunden unterstützen, haben wir ja versucht, in den letzten Wochen auch stark über Kampagnen zu unterstützen. Ja, wir hatten eine eigene Aktion gehabt mit Bleib am Herd, initiiert von unserem Bereich Transgourmet Cook, was aber unterstützt wurde dann auch von Frische Paradies, von Selcross, also wirklich von vielen Unternehmensbereichen von Transgourmet. Wir haben dann selber auch noch darüber hinaus die Restart Gastro Kampagne unterstützt mit einer Petition für die Gastronomie, weil wir für uns gesagt haben, also auf die Art und Weise können wir auch Flagge zeigen für einen riesengroßen Teil unserer Kunden. Jetzt ist es ja so, wenn das eine ist, so die moralische Unterstützung, neben Gesprächen zwischen unseren Fachberatern und dem Kunden konnten wir zum Teil heute gar nicht mehr tun, weil die Restaurants geschlossen waren. Aber der Kunde wird sich auch fragen, Mensch, wie schaut denn das aus, wenn ich wieder loslege? Kann ich denn damit rechnen, dass Transgourmet dann wieder lieferfähig ist? Was können wir denn den Kunden heute sagen? Ja, also diese vielleicht noch ein Wort zu den Kampagnen, die wir gestartet haben. Nicht nur wir alleine, aber wir uns natürlich auch sehr tief, glaube ich, mit eingebracht haben. Klar, im Moment bringt das natürlich nicht direkt Umsatz oder hat das nicht direkt Umsatz gebracht. Aber was schon erreicht wurde, glaube ich, ist eine hohe Sensibilität in der Öffentlichkeit. Also wenn man die letzten Tage und so in der Öffentlichkeit, in den Medien so geschaut hat, dann hat man natürlich schon festgestellt, dass das Thema dort präsent war. Also die Not der Gastronomie, dass man nicht länger die Betriebe schließen kann oder nicht unendlich lange. Und gerade in diesen Tagen scheint jetzt ja tatsächlich was in Bewegung zu kommen. Und es gibt ja die ersten Zeichen jetzt und auch Termine, die so schön langsam durchsickern, die vielleicht jetzt doch das Ganze ein bisschen schneller noch zu einem Restart bringen, als wir es ursprünglich mal befürchtet haben. Also ich bin der guter Hoffnung, dass im Mai schon ein bisschen was passiert. Was den anderen Teil deiner Frage angeht oder deine Frage ist natürlich das Thema tatsächlich jetzt Produkte, physischer Restart. Das wird eine herausfordernde Geschichte und das wird sehr wichtig sein, dass wir sehr gut uns austauschen mit unseren Kunden, dass unsere Kunden in Dialog gehen mit uns, damit wir dafür sorgen können, gemeinsam mit unseren Produzenten, dass auch die Ware, die dann gebraucht wird, da ist. Weil natürlich sind alle unsere Lager runtergefahren, aber auch unsere Produzenten haben die Produktion runtergefahren oder sogar ganz eingestellt. Das heißt, wenn unsere Kunden neue Ware brauchen, wir die ausliefern sollen, müssen wir die auch erstmal wieder die Bestände hochfahren und dafür müssen unsere Kunden, unsere Produzenten die Produktion wieder hochfahren oder aufnehmen. Also auch die müssen sich die Rohware beschaffen. Also ich glaube, dass man realistisch schon sagen muss, wahrscheinlich braucht man 14 Tage, um das Ganze wieder auf ein vernünftiges Niveau zu bringen und dann auch weiter immer für die nächsten Wochen und Monate, wenn sich Dinge in eine Richtung bewegen, nach oben oder unten, muss man, glaube ich, viel miteinander kommunizieren. Also da ist es sehr wichtig, eben über unseren Telefonverkauf, unsere Fachberater in Austausch zu gehen und darauf hinzuweisen, was in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen von unserer Seite erwartet wird, damit wir das auch tatsächlich dann leisten können. Ja, ich glaube, es ist gut, dass du das auch nochmal so angesprochen hast, ne? Dieses Thema miteinander im Dialog bleiben oder, wenn das nicht stattgefunden hat, jetzt wieder miteinander in den Dialog zu treten. Weil in Summe können wir ja nur gemeinsam wieder mit dem Kunden
eine Lieferfähigkeit herstellen, weil es ja genau die Kette ist, die wir managen müssen zwischen dem Erzeuger und dem Kunden, sind wir halt in der Mitte der Händler. Jeder für sich braucht in seiner Wertschöpfungskette halt Zeit, um sich darauf vorbereiten zu können. Und in Summe kann es dann durchaus sein, dass wir bei 7 bis 14 Tagen sind, je nach Produkt, wo wir Vorlauf benötigen, damit auch unser Lieferant wieder mit der Produktion starten kann. Ne? Also es ist eine Situation, die wir alle noch nie erlebt haben, weil wir kommen ja alle aus einem Wirtschaftsleben, wo im Prinzip alles immer verfügbar war. Ja, also auch wenn es natürlich immer Fehlartikel gab, aber irgendwo war es ja immer verfügbar. Man musste im Prinzip nur bestellen, auch wir mussten nur bestellen und dann hat es halt irgendwie gedauert, 1, 2, 3 Tage oder was, bis die Ware da war, aber sie war immer da. Also es musste nur die logistische Kette quasi organisiert werden. So, jetzt haben wir echt eine andere Situation. Ja? Also jetzt haben wir eine Situation vielleicht wie auf so einer Insel oder sonst was, wo es eben wirklich eine gute Vorplanung braucht, dass die Ware verfügbar gemacht werden kann. Ja? Dass die irgendwo produziert wird, all diese so sehr anspruchsvolle Situation, die wir jetzt haben. Manfred, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt quasi fast am Ende angekommen, aber ich habe eine Sache. Wir reden ja viel von Digitalisierung und dem, was da so passiert. Wenn du jetzt unseren Zuhörern, unseren Kunden, unseren Mitarbeitern was auf einen Banner schreiben solltest, ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich ein bisschen länger nachdenken würde, würde vielleicht noch ein paar amüsantere Sachen einfallen. Aber so fällt mir eigentlich immer nur ein Statement oder ein Credo von mir ein, wo ich sage, wenn du auf dem Gipfel stehst, kannst du nur noch bergab gehen. Wenn du im Tal stehst, kannst du nur noch bergauf gehen. Also von daher, wir sind gerade im Tal und von daher nach vorne geblickt, glaube ich, jetzt geht es wieder bergauf und wir sind gut gerüstet für den Weg nach oben. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir hoffentlich gemeinsam mit unseren Kunden den Berg wieder erklimmen werden. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele der Zuhörer dem mit Interesse lauschen konnten. Dankeschön, Manfred. Ja, vielen Dank auch. Ich freue mich auch. Bin gespannt auf die Feedbacks von unseren Zuhörern. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.